Fanny ist Abraham zurück in Recore. Und ja, dieses Mal haben wir so ein bisschen was vorbereitet. Ich bin jetzt hier sozusagen direkt vor einem neuen Eingang. Es geht jetzt hier direkt rein in das Labyrinth und ich habe meine Crew so zusammengesetzt, dass die Voraussetzungen erfüllt werden. Denn dafür gehe ich nochmal kurz rein. Wir haben ja diese Mitglieder, brauche ich Seth als Voraussetzung, weil er wahrscheinlich ein paar Steine zertrümmern muss. Und übrigens tut sich auch ganz gut, damit ihr auch hier hochkommt, nochmal wie hier Duncan mitzunehmen, weil da kann er nämlich hochklettern, so dann diese Kabelfunktion aktivieren. So, Anforderung stimmt, Level 16 stimmt, 16 habe ich noch nicht. Dann wollen wir mal rein. Perfekt. Und es geht hinein. Wie schaltet man Nebler aus? Abschießen, okay. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo etwas, das uns hilft. Schon klar. Fortschritt, danke. Also Dampf bringt uns gar nichts, es geht wirklich nur bergab. Thank you.
Na dann. Wenn es nicht mehr ist. Schön, dass er da durchhüpfen kann. Einen Kern haben wir schon gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Suchen wir nach mehr Zellenbots. Ja, das habe ich geahnt. Nicht zu hoch springen. Raffinierte E-Wandler sieht giftig aus. Hoffentlich haben die Kernbots ihn nicht benutzt. Einen haben wir. Ach, da kann man immer mehr für benutzen. Okay. Und ich sehe schon den nächsten. Interessant, der springt schon immer vor. Das ist nicht das richtige Ziel gewesen, okay. Eine Werkbank, die könnte nützlich sein. Auf mit dir! Aha, okay. Ein Teil eines Fliegerkernbots. Wenn wir eine komplette Hülle bauen, kommen wir hoch zum Ausgang. Ah, damit kann man also höre. Suchen wir die übrigen Fliegerteile. Interessant. Interessant. Die bösen Roboter in den Filmen sagen immer, Menschen sind fehlerhaft und gefährlich. Sie müssen vernichtet werden. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Roboter sind auch fehlerhaft, oder? Warum sollten sie uns sonst angreifen? Damit meine ich, Perfektion ist das falsche Ziel. Aufs Gleichgewicht kommt es an. Als ich anfing, die KI für die Kerne zu entwickeln, wollte ich keine einzelne perfekte Intelligenz schaffen. Stattdessen entwarf ich drei verschiedene Persönlichkeiten. Eine mutige, eine ängstliche
und eine fröhliche. Um sie nicht zu verwechseln, weil wie chaotisch ich bin, haben sie drei Farben. Rot, Gelb und Blau. Ich hoffte, dass diese drei Persönlichkeiten zusammen ein Gleichgewicht bilden. Sie wären nicht perfekt, aber sie würden uns auch nicht vernichten wollen. Thank you.
bisschen verwacht. Sieh an, sieh an. Hier ist noch ein Teil. Raffination von E-Wandler ist schwierig. Es gab nie genug, um alle Kernbots zu versorgen. Wir mussten Engpässe vermeiden.
wichtiger Teil. Flieger. An der Stelle, wo das erste Teil lag, stand eine Werkbank. Gehen wir! Thank you.
sieht gut aus, Seth. Jetzt können wir rauf zum Ausgang fliegen. Seth, komm! Ein großer Spalt, aber wir sollten drüber gleiten können. Seth, Zeit zum Fliegen! Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hast du mich, Seth? Nur uns aufzuhalten. Du wirst es nicht schaffen. Thank you.
danken. Zu mir. Auf und davon. Eine Bahn. Hoffentlich beobachtet Victor uns jetzt nicht. Der Edenturm war das Herzstück des gesamten Terraforming-Systems. Aber ohne Hauptkern hätten wir die Pylone niemals koordinieren können. Na, da bin ich jetzt mal einmal richtig gespannt. Ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Die Mission haben wir abgeschlossen. Wir haben den einen Kern, den wir brauchen. Ja, da sind einige Sachen, die man erst erreichen kann, wenn man einen Flugroboter hat. Den habe ich jetzt. Sind auch wieder neue Sachen freigeschaltet, weil ich jetzt ja fliegen und mit Luft höher komme. Und würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier einen schönen Cut. Das wird ein schöner Schnitt, weil wir haben ja jetzt dann auch das Labyrinth abgeschlossen. Und ich gucke einfach mal, was wir in dem nächsten Video machen, wenn wir jetzt hier ein Stückchen weiterfliegen wollen.